Deine Bücher haben Löcher, in deinen Lebensmitteln wimmelt es von Ungeziefern, dann hast du womöglich Brotkäfer im Haus. Die Schädlinge gelangen mit deinen Lebensmitteleinkäufen ins Haus. Brotkäfer sind 1 bis 3 mm groß, haben einen ovalen, behaarten Körper, eine rotbraune Färbung und eine Vorliebe für alles Essbare, insbesondere Brot. Ihre Eier sind gelblich-weiß und ungefähr 5 mm groß. Typische Anzeichen für einen Befall sind Verunreinigungen und Verklebungen durch die Gespinstfäden der Larven und winzige, stecknadelkopfgroße Löcher in den befallenen Produkten. Doch wie bekämpft man die Schädlinge? Zunächst sollten alle infizierten Lebensmittel ausfindig gemacht und entsorgt werden. Vorratsschränke und Behälter sollten nun gründlich gereinigt und im Anschluss luftdicht verschlossen werden. Auch betroffene Bücher sollten weggeschmissen werden. Solltest du dennoch Brotkäfer im Haus haben, können Lagererzwespen Abhilfe schaffen. Diese machen sich einen leckeren Snack aus den Brotkäfern und lassen keine übrig. Lagererzwespen bekommst du leicht im Zoofachhandel, in Baumärkten oder in Gartencentern.